Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Hängt guter Schlaf wirklich von der Matratze und dem richtigen Kissen ab? Die Werbung und die Hersteller wollen uns das jede Woche von Neuem verkaufen. Ein ganz neuer Trend sind sogenannte Ökomatratzen. Ein Hersteller aus Baden-Württemberg hat sich darauf spezialisiert und wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Außerdem erklären uns hier später Experten aus dem Schlaflabor, wie sie wirklich richtig gesund schlafen und wie wichtig Matratzen und Kissen überhaupt sind. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Erneuerbare Energien sind weiterhin auf dem Vormarsch, auch wenn der Staat so manche Förderung stark gekürzt oder ganz gestrichen hat. Ganz beliebt sind vor allem Photovoltaikmodule, die aus Sonnenlicht Strom erzeugen. Damit diese über die Laufzeit von 20 Jahren und länger auch leistungsfähig bleiben, sollten sie regelmäßig und vor allem fachkundig gereinigt werden. Wir haben einen Experten bei der Arbeit begleitet. Stefan Gmeiner ist gelernter Zimmermeister. Normalerweise baut er Dachstühle aus. Doch seit 5 Jahren hat er eine neue Tätigkeit entdeckt. Dem Dach ist er treu geblieben. Er reinigt Photovoltaikmodule. Also ich bin da mal selber drauf gekommen, bei mir an der eigenen Anlage zum Reinigen. Ich habe eine neue Anlage, da ist die Dachneigung nur 8 Grad und da ist der Verschmutzungsgrad dementsprechend höher. Umso steiler, umso besser. Und ja, die war verschmutzt und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriege ich die sauber und habe ich selber Maschine dann entwickelt. Und das war vor 5 Jahren und ja, habe die bis jetzt immer für mich selber eingesetzt, für den Eigenbedarf. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann immer mehr nach außen gemacht habe. Eine Reinigung kostet rund 280 Euro. Heute sind die Module eines Einzelhauses dran. Sie sind seit 4 Jahren nicht mehr gereinigt worden. Das geht zulasten der Leistung. Die Module leisten um bis zu 10% weniger. Wegen der niedrigen Dachneigung bleibt seine Maschine Marke Eigenbau in der Halle stehen. Heute reicht eine handelsübliche Bürste. Das ist für die schonende Reinigung von den Zellen, dass die einfach keine Mikrokratzer kriegen in dem Sinn. Dann ist wichtig, muss gerade hier ist ja die Wassereinspeisung, das wird vorgespritzt. Hinten ist nochmal das gleiche System, wo dann im Prinzip unter die Bürste spritzt, dass da dann dementsprechend auch genug Wasser kommt, dass einfach die Schmutzkörper sauber abgeschwemmt werden. Spezielle Reinigungsmittel braucht er bei leichter Verschmutzung nicht. Wichtig ist allerdings entmineralisiertes Wasser, damit auf den Modulen kein Kalk zurückbleibt. Um den Kunden aufs Dach zu steigen, fährt er die Hebebühne aus. Die Reinigung übernimmt ein Gerät, das aussieht wie ein UFO mit Saugnäpfen, mit denen es sich über das Dach bewegt. Also das erfolgt durch die Vakuumfüße. Da wird das angesaugt an das Panel. So hält sich der wie ein Gecko fest. Und so ist das im Prinzip dann die Füße, die laufen quasi so nierenförmig. Und so bewegt er sich auf dem Dach fort. Nach rund einer Stunde hat der Gecko von Stefan Gmeiner seine Arbeit erledigt. Die Module sind kratzfrei blank gebürstet und bringen wieder ihre volle Leistung. Noch kurz ein paar Fakten zum Solarstrom. Im vergangenen Jahr haben die mehr als 1,5 Millionen Solaranlagen in Deutschland knapp 36,8 Milliarden Kilowattstunden und damit rund 6,9% des in Deutschland benötigten Stroms erzeugt. Wir bleiben auch beim nächsten Thema bei der Sonne. Wir alle können es kaum erwarten, bis der Winter endlich ganz vorbei ist und es Sommer wird. Doch dann, wie jedes Jahr, kaum zeigt sich die Sonne in der vollen Pracht, suchen wir schon wieder den Schatten. Sonne, wenn man sie will, und Schatten, wenn man ihn braucht. Mit modernen Systemen ist das überhaupt kein Problem. Ursprünglich im Gastronomiebereich beheimatet, sind die sogenannten Ampelschirme mittlerweile ein beliebter Sonnenschutz in privaten Gärten. Auch Familie Meier-Sande hat sich für 2 der flexiblen Schirme entschieden. Neben Sonnensegeln liegen diese derzeit im Trend. Wichtigstes Kriterium: Qualität und Langlebigkeit.
Zwischen 1.500 und 3.500 Euro sollten für das Sonnenschutzsystem investiert werden. Dafür halten die Schirme dann auch Windstärken bis 40 oder 50 km/h stand und sorgen dafür, dass man im Sommer den Schatten genießen kann. Hier hat sich Familie Meyer-Sande einfach dafür entschieden, zu sagen, nö, wir nehmen hier die Varianten mit freistehenden Sonnenschirmen, und zwar Freiarmschirme, dass man keinen Mittelstock in der Mitte hat, sondern dass die frei über dem Sitzplatz oder über die beschattende Fläche einfach schweben. So kann der beschattete Raum voll ausgenutzt werden. Die Konstruktion ist die Besonderheit der Ampelschirme. Der Schirmständer ist nicht wie bei den Mittelstockschirmen zentral angebracht, sondern seitlich, was ihn schwenkbar und flexibel macht. Und er kann auf der Terrasse, im Blumenbeet oder im Rasen verankert werden, was ihn unabhängig macht von großen, schweren Steinsockeln. Stolperfalle ade. Wie man zum Beispiel jetzt hier gerade wunderschön sehen kann, sind wir hier im Pflanzenbeet drin. Wir müssen vorab vom Kunden wissen, gehen irgendwelche Leitungsrohre oder irgendwas durchs Grundstück durch, weil da können wir einfach hier zum Beispiel mit einem Schraubfundament das Ganze setzen. Vorteil, wir müssen hier nicht ein großes Loch ausbuddeln erstmal und dann viel Beton und Armierung mit reingeben, das man dann für die Ewigkeit da drin bestimmt hat, sondern wir setzen diese große Schraube einfach in den Boden, hat zum Beispiel hier jetzt knapp so einen Kubikmeter Beton als Ersatz. Auch das Hin- und Herschieben des Schirms mit dem Verlauf der Sonne gehört der Vergangenheit an. Ampelschirme sind durch ein Kurbelsystem für jeden einfach in der Handhabung. Man kann ihn seitlich verdrehen, man kann ihn abneigen, dass man gerade so in Richtung Sonne reinneigt, dass man einfach den Schatten positioniert und der Schatten einem nicht einfach unterm Schirm abhaut. Und das ist halt das Wichtige. Mit solchen Systemen, da bin ich einfach flexibel und kann mich dann immer der Uhrzeit und der Jahreszeit abhängig dann anpassen. Wichtig für jeden, der nach dem richtigen Sonnenschutzsystem sucht, eine Bedarfsanalyse vom Profi. Denn ob Markise, Schirm oder Sonnensegel, ob nur Beschattung oder mit Wetterschutz, am Ende muss der Sonnenschutz zu den eigenen Bedürfnissen passen. Jede Woche erklärt uns die Werbung von Neuem, dass die richtige Matratze und das richtige Kissen für den gesunden Schlaf wichtig ist. Stimmt das wirklich oder ist das alles nur ein riesengroßer Marketing-Gag? Wir klären das gleich auf hier bei Bauen und Wohnen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wie wichtig ausreichender und gesunder Schlaf ist, das merken wir jeden Tag an unserem eigenen Wohlbefinden. Sind wir nicht richtig ausgeschlafen oder übernächtigt, sind wir lange nicht so leistungsfähig und viele Menschen leiden an Erschöpfung. Wie Sie künftig richtig und vor allem gesund schlafen, das klären wir gleich hier mit zwei Experten aus dem Schlaflabor der Fachklinik Wangen. Vorher wollen wir jedoch noch einen aktuellen Trend aufgreifen, und zwar ökologisch und nachhaltig produzierte Matratzen aus Baden-Württemberg. Hier hat sich ein Unternehmen darauf spezialisiert, diese Produkte zu produzieren. Was in den Matratzen so besonders ist und warum Naturkautschuk aus Sri Lanka eine ganz besondere Rolle spielt, das erzählen Ihnen Florian Ruß und Sven Jachmann. Die Produktion der Bettwaren ist bei Prolana zu einem guten Teil noch echtes Handwerk. Lediglich die Stepptechnik bei der Deckenproduktion übernimmt eine Maschine. Nebenan werden die Kissen mit Schafwolle gefüllt. Die Näherinnen sitzen nicht irgendwo in Asien, sondern hier in Waldburg bei Ravensburg. Geschäftsführer Norbert Baldauf hat das Unternehmen 1987 gegründet. Damals stand es nicht gut um die deutsche Matratze. Polyester war auf dem Vormarsch, die Schafschurwolle wurde zurückgedrängt, sie war teilweise sogar pestizidbelastet. Auf der Suche nach dem perfekten Material entdeckt der Unternehmensgründer den Naturkautschuk. Kautschuk ist ein Rohstoff, der eben nicht in Europa verfügbar ist, sondern aus Asien stammt und ist aber für den Matratzenbereich eben ein wesentlich komfortableres und ergonomisch sinnvolleres Material, als dass man Rosshaar-Matratzen, wie man es früher eingesetzt hat, oder eben alternativ dann eben einen Schaumstoff einsetzt.
Jede Faser seiner Bettwaren ist nachhaltig, fair produziert und bio. Also wir kennen unsere Hersteller, wir kennen unsere Produzenten, auch vom Rohstoff. Das hat den Aspekt, dass wir selbst auch die Kontrolle letztlich mit vornehmen und aber auch den Aspekt, dass wir nicht nur ökologisch, also bio erzeugen, sondern wir haben den Anspruch, nachhaltig zu erzeugen. Judith Andresen ist mit dem Material der Matratzen bestens vertraut und gewährt uns einen tiefen Einblick in das Innere der Kautschukunterlage. Wir stehen jetzt hier an einer typischen Seitenschliffermatratze. Zum einen ist hier ein sehr nachgiebiger Jersey-Steppbezug drauf. Wenn ich hier aufmache, dann sehen Sie, dass hier der Latexkern ist, der entsprechend punktelastisch nachgibt. Da, wo es einsinken muss, da sinkt der Körper ein. Umhüllt ist das Ganze eben mit diesem Steppbezug. Es ist hier Wolle drin versteppt, was für die Klimatisierung sorgt. Das heißt, der Körper bleibt trocken, wie in eine Windel gepackt, so dass man kein schwitzendes Gefühl bekommt. Bei einem Seitenschläfer ist es wichtig, dass sich die Unterlage dem Schulter- und Hüftbereich optimal anpasst. Wenn Sie mal genau schauen, dann sehen Sie im ersten Bereich, was ganz wichtig ist, dass hier der Hüftbereich, der eine Menge ausmacht, einfach schön tief einsinkt, aber nicht zu sehr wird super gestützt, sodass er eine gerade Wirbelsäule mal startet. Diese Wirbelsäule zieht sich hier gerade durch weiter. Und das würde sie nicht, zum Beispiel, wenn man jetzt im Schulterbereich nicht tief genug einsinken würde. Bio, vegan und fair gehandelt. In der Küche längst Trend. Erreicht nun auch das Schlafzimmer. Baldaufs Bio-Bettwaren sind auf dem Weg vom Nischen zum Trendprodukt. Liebe Zuschauer, wir haben Ihnen versprochen, dass wir Ihnen heute zeigen oder eher gesagt erklären, wie Sie richtig und gesund schlafen. Und dazu begrüßen wir im Studio Heike Schwab und Dr. Heribert Knape vom Schlaflabor der Fachklinik in Wangen. Herzlich willkommen. Danke. Herr Knape, persönliche Frage zum Einstieg. Wie haben Sie heute Nacht geschlafen? Ich fühle mich fit und leistungsfähig, denn ob ich gut geschlafen habe, bemisst sich daran, wie ich mich tagsüber fühle, ob ich auch leistungsfähig bin und mit mir zufrieden bin. Frau Schwab, wie kann ich eigentlich gut schlafen? Die Werbung sagt ja auch immer, gute Matratze, gutes Kissen und du bist im Traumland. Stimmt das überhaupt so oder was brauche ich, um gut zu schlafen? Also teilweise, ich denke einfach, es ist sicherlich so, dass man sich wohlfühlen soll in seinem Bett. Das soll ein geborgener Ort sein, wo ich einfach weg bin vom Alltag. Das ist Voraussetzung für guten Schlaf. Dann gehören noch andere Dinge hinzu, dass man einfach Abstand gewinnt vom Alltag. Man hört auch immer wieder den Begriff der inneren Uhr. Was ist das genau? Ist ja nicht greifbar. Die innere Uhr ist auch kein Organ, sondern die innere Uhr kann man ganz gut daran erklären, dass unsere Körpertemperatur nachts abfällt. Der Körper signalisiert wie eine Maschine, ich will mit nichts was zu tun haben. Und das Interessante dabei ist, dass die bei dem einen etwas früher runtergeht. Das heißt, die Leute wollen dann früh ins Bett gehen. Genau. Und das sind bei den anderen, die telefonieren sich nachts noch sozusagen ein Ohr ab, weil da die Körpertemperatur erst später runtergeht. Und diese innere Uhr ist in jungen Jahren, 18, 19, sehr spät. Diese Patienten sind geborene Eulen, während sie im Alter wieder früher wird. Das heißt, Großeltern stehen mit den Enkelkindern auf. Die werden wieder mehr Lerchen. Wenn man diese Probleme hat, kommt es nicht oft davon, dass man Probleme des Tages mit ins Bett nimmt und nicht drüber, richtig drüber gesprochen hat und deswegen nicht richtig schlafen kann. Der Schlaf ist ja in unseren Tagesablauf eingelassen. Und so wie die Körpertemperatur runtergeht am Abend und dann öffnet sich das Fenster zum Schlaf, wenn der Schlafdruck hoch genug ist, gehört der ganze Tagesablauf zum gelingenden Schlaf dazu. Das heißt, meine körperliche Aktivität, auch meine geistige Aktivität, sollte ich, um in den Schlaf reinzukommen, runterfahren. Man hört ja oft von Schlafritualen. Kindern macht man das ja. Wie wichtig ist das für Erwachsene? Was sind gute Schlafrituale? Gute Schlafrituale, das hängt von jedem Einzelnen ab. Das muss jeder für sich rausbekommen.
Das kann sein abends, dass man ins Bad geht, seinen gewohnten Ablauf mit Zähneputzen und so weiter. Kann sein, dass man leise begleitende Musik hat. Für manche ist es auch, die jetzt keine Probleme im Schlaf haben, mit Lesen in Ordnung. Das muss jeder für sich rausfinden. Warme Socken zum Beispiel anzuziehen, das ist sehr, sehr schlaffördernd, hat man auch nachgewiesen, oder ein warmes Bad zu nehmen. Es gibt ja ganz viele Mythen rund um Schlafen auch. Bevor wir jetzt dahin kommen noch, es gibt ja immer, man sagt, ich habe leicht geschlafen, ich habe tief geschlafen und ich habe ganz viel geträumt. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen diesen Phasen, Traumphase, Tiefschlaf und vielleicht leichten Schlaf? Wenn wir im Schlaflabor den Schlaf messen, dann registrieren wir ja Hirnströme, Augenströme, Muskelströme. Anhand dieser aufgezeichneten Signale unterscheiden wir wach vom leichten Schlaf, vom tiefen Schlaf oder vom Traumschlaf. Und diese verschiedenen Schlafphasen ändern sich auch im Laufe des Lebens. Und so ist es ganz wichtig, um den Schlaf zu verstehen, dass wir im Alter, und Alter heißt Männer ab 50, Frauen ab 60, man merkt, Frauen sind 10 Jahre jünger als Männer, einen Teil des tiefen Schlafes verlieren. Was sind jetzt aber konkret Traumschlaf und Tiefschlaf? Wo liegt hier der Unterschied? Der Traumschlaf entmüdet uns und der Traumschlaf spielt eine große Rolle in unseren geistigen Fähigkeiten, weil wir im Traumschlaf das Wissen, was wir tagsüber aufgenommen haben, sozusagen wie auf einer Computerfestplatte abspeichern. Wir können also nur erfolgreich lernen, wenn wir gut schlafen, und prozedurales Lernen, das heißt Fertigkeiten wie Fahrradfahren, Skifahren oder sportliche Aktivitäten, die werden im Traumschlaf verfestigt. Und Sie können noch so viel trainieren. Wenn Sie nicht ausreichend schlafen, können Sie das Training in die berühmte Tonne kloppen. Jetzt wollen wir mit ein paar Schlafmythen mal aufräumen. Das heißt immer, ich brauche 8 Stunden Schlaf, sonst bin ich nicht fit. Stimmt das? Stimmt so nicht. Also das ist individuell. Durchschnittlich schläft der Mensch zwischen 6 und 8 Stunden. Aber es gibt da auch eine Streubreite und muss eigentlich nichts Krankhaftes sein. Ja. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, wenn ich lange nicht schlafe, ist das wie wenn ich Alkohol im Blut habe. Ja, das ist nachgewiesen. Wenn man 17 Stunden kontinuierlich wach ist, entspricht das im Grunde einer geistigen Leistung wie unter 0,5 Promille Blutalkoholgehalt. Bei 24 Stunden ist es schon bei 1 Promille. Dann gibt es noch, ich habe schlecht geschlafen, es war Vollmond. Das ist so eine Prophezeiung, die sich dann selbst erfüllt. Es gibt vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt her keine Untersuchungen, die belegen, dass Mondphasen mit dem Schlaf oder der Güte des Schlafes irgendwas zu tun haben. Frau Schwab, dann heißt es noch, ein Glas Rotwein oder ein Bier hilft beim Einschlafen. Können wir überhaupt nicht befürworten. Also Schlaf wird nachhaltig gestört durch Alkohol, natürlich auch vor allen Dingen übermäßigen Alkoholgenuss, und davon können wir nur abraten. Die Schlafphasen verändern sich und macht sogar noch den Schlaf dann im späteren Verlauf mit mehreren Unterbrechungen. Herr Knape, noch eins, wenn ich jetzt abends im Bett liege und ich komme nicht in den Schlaf, soll ich mich dann weiter im Bett regeln oder soll ich die Flucht ergreifen? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Körpertemperatur runtergeht. Das macht uns schlafbereit, das öffnet das Fenster zum Schlaf. Wenn ich mich jetzt selbst aktiviere, über irgendwelche Dinge nachsinniere und über das Nicht-Schlafen-Können nachsinniere und denke, oh, wie ist das schrecklich, was soll das morgen geben, wenn ich da irgendwo sitze und Rede und Antwort stehen muss und nicht geschlafen habe, dann aktiviere ich mich selbst. Das heißt, ich muss das unterbrechen, raus aus dem Bett, eine warme Decke oder ein warmes Zimmer, ein Buch in die Hand oder Musik hören. Sie sollten nur kein Krimi lesen. Viele Patientinnen sagen mir dann, ich stehe auf und bügel, eine Tätigkeit, die nicht so sehr beliebt ist, aber die relativ gut eintönig ist. Dann hören wir mit dem Tipp zum Bügeln auf. Frau Schwab, Herr Dr. Knape, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Dankeschön. Danke auch. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt Lust auf Veränderungen haben, zum Beispiel mit einer neuen Farbe in den eigenen 4 Wänden, dann bleiben Sie dran. Unser Experte zeigt Ihnen gleich nach der Werbung, auf was Sie beim Streichen zu Hause achten sollten. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.
Mit dem Frühjahrsputz erwacht bei vielen von uns der Wunsch nach einem neuen Look in der eigenen Wohnung. Ein frischer Anstrich muss her, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Trend einzelne farbig gestrichene Wände. Doch das Streichen ist gar nicht immer so einfach. Unser Experte zeigt Ihnen, auf was Sie achten sollten, damit am Ende auch alles so aussieht, wie es aussehen soll und Sie sich rundum wohlfühlen. Alle paar Jahre braucht es einen frischen Anstrich in den eigenen vier Wänden. Wer zu Hause selbst streichen will, dem helfen diese Tipps von unserem Experten. Erstens das Abkleben. Alles, was keine Farbe abbekommen soll, muss abgedeckt oder abgeklebt werden. Am besten mit einem Klebeband mit Folie, das schützt gleichzeitig den Untergrund. Wir beginnen mit dem Boden und den Leisten. Wichtig ist immer, gerade im Sockelbereich, dass staubfrei ist und dass man nachher auch, wie wir es hier jetzt machen, 2-3 mm oder 2 mm vom Sockel sichtbar lassen, weil wir wollen ja noch eine Fuge ziehen, damit es sauberen Abschluss gibt. Dasselbe gilt für die Fensterrahmen. Dabei immer darauf achten, das Klebeband fest andrücken, damit keine Farbe darunter läuft. Auch die Steckdosen müssen vor Farbe geschützt werden. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre abkleben und da sollte man gucken, dass man wirklich bloß die Steckdose abklebt und nicht in die Wand reinkommt. Und die zweite Möglichkeit wäre, die Steckdose entferne, was eigentlich dann für die weiteren Arbeiten die leichtere Möglichkeit ist. Die Ecken mit dem Pinsel von oben nach unten streichen. Tipp, damit die Walze nachher nicht zu nah an die Wand kommt, mit der Farbe ruhig weiter nach innen kommen. Im Anschluss mit der großen Walze die Wand großflächig und gleichmäßig streichen. Man muss halt immer gucken, dass man halt auch nachher alles schön verteilt kriegt, nicht nachher mal irgendwie von der Walze, die hinterlässt ja auch Spuren, dass man nicht nachher auf einmal so Schattenwirkung drin hat, dass die Walze mal so rumgefahren ist, dass das halt sichtbar ist. Und zum Schluss einfach nochmal über das Vorgelegte komplett rüber. Wer nicht nur weiß streichen will, für den hat unser Profi noch einen Tipp. Da muss man auch mal gucken, was man für einen Untergrund hat. Hat man schon eine glatte Wand, wo kein Wellbehund und nichts hat, nachher der langen Klebeband, wie dieses hier. Aber hat man jetzt einen leichten Putz oder unebenen Untergrund wie Raufaser, gibt es noch andere Möglichkeiten? Das würde ich jetzt gerade mal zeigen. Da nimmt man immer die Grundfarbe, wo man schon hat, wie die eine Wand bleiben soll. Und unterlegt nur die Kante. Stupft es ein bisschen, dass da Farbe dran ist am Klebeband. Und je nach Unebenheit kann man das auch zweimal machen, wenn es gröber ist. Dann warten, bis es trocken ist. Ganz normal hinstreichen. Und dann sollte die Kante eigentlich gerade sein. Ist die Farbe an der Wand und noch nass, das Klebeband direkt langsam abziehen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige spannende Informationen mit auf den Weg geben. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Und das sind die Themen kommende Woche. Keine Chance für Diebe. Alle 4 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Aber es werden auch immer mehr Einbruchsversuche abgebrochen, weil die Wohnungen besser gesichert sind. Und Popcorn vom Grill. Jahrmarktstand und Mikrowelle AD. Frisches Popcorn kommt heute vom Grill. Bauen und Wohnen ab Montag, 23. Mai, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.